Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video hier auf dem Kanal zusammen mit Games Island und wir haben euch das Modern Event Deck mitgebracht. Also jetzt mal was ganz Neues. Wir hatten ja bisher nur standardlegale Event Decks und das Besondere am Event Deck ist, wir haben viele Karten direkt öfters drin, also 3 oder 4 Mal, so wie wir das auf einem Turnier spielen wollen. Man hat immer das 60-Karten-Deck und direkt das Sideboard und Event Decks sind halt dafür gedacht, habe ich euch glaube ich schon mal gesagt, dass man damit halt direkt ein Event spielen kann, in diesem Fall ein Modern Turnier. Das Ganze ist weiß und schwarz, also BW Tokens ist ein nicht so häufig vertretener Archetype im Modern, aber ein definitiv spielbares Deck. Und was wir bisher noch gar nicht so richtig mit den Event-Decks gemacht haben, das passt halt gerade sehr gut, weil wir die Modern-Series gerade hier laufen haben auf dem Kanal, zusammen mit dem Kai, werde ich hier das Modern-Event-Deck erstmal unboxen, euch das Ganze erklären, das Ganze dann schön in Sleeves tun und dann mal schön gegen den Kai ein Ründchen zocken, so Best of 3 mit Sideboard und dann können wir mal gucken, was wir halt mit diesem Pre-Constructed-Deck einfach reißen können. Und ja, ich mache das Ganze mal auf. Der Umfang ist auch ein bisschen größer als bei den normalen Event-Decks. Also diesmal haben sie sich ein bisschen mehr einfallen lassen. Wir haben natürlich wieder diese Box, die wirkt auch auf den ersten Blick ein bisschen hochwertiger als die anderen Event-Decks. Also wir haben das 60-Karten-Deck, das 15-Karten-Sideboard, ein Strategie-Guide. Den gucke ich mir gleich auch nochmal an, aber ich kenne das Tokens-Deck halt. Also ich kann euch so auch schon genug dazu sagen. Dann haben wir immer den Spin-Down-Life-Counter, dann 80 Hüllen dazu, 5 zweiseitig bedruckte Spielsteine, also ist ja ein Token-Deck, und halt diese Deckbox. Und ja, das Ganze schauen wir uns jetzt direkt mal an. Packe ich das Ganze mal aus, jetzt erstmal die Deckbox angucken. Ah, das sieht schon mal ganz geil aus. Wir haben hier so Fächer. Sieht auf jeden Fall gut aus. Hier ist das Sideboard, das tue ich mal zur Seite. Das gucken wir uns ja am Ende zusammen an. Hier ist das Hauptdeck, der Strategy Guide und die Hüllen und der Würfel. So, den Strategy Guide tue ich weg, den werde ich mir mal vorm Gameplay mit Kai angucken und euch dann was dazu sagen. Dann haben wir hier diesen, ja, doch recht hübschen Live-Counter. Geht natürlich auch immer klar. Dann die 80 Hüllen. Tue ich auch mal zur Seite, weil ja, sowas wie Hüllen, jetzt habt ihr sie gesehen. Muss ja jetzt nicht unbedingt hier aufmachen. Es geht ja in erster Linie um das Deck an sich. Wir fangen natürlich mit dem Hauptdeck an. Die 60 Karten. So, befreien wir das Ganze mal. Dann hier trenne ich das Ganze, ich trenne die Länder jetzt nicht raus, weil wir haben hier nicht nur Standardländer wie in einem Intro-Pack, sondern halt auch direkt ein paar andere Karten. So, wir beginnen mit der Soul Warden, das ist die klassische Soul Sisters Karte. Also eigentlich nicht, was man unbedingt im BW Tokens spielt. Sie ist für einmal eine 1-1. Immer wenn eine andere Kreatur das Spielfeld betritt, kriegen wir einen Lebenspunkt. Die ist zweimal im Deck. Dann Hand Disruption ist ein ganz wichtiger Teil beim BW Tokens Deck. Also wir wollen möglichst viel Discard eigentlich spielen und dann halt später mit den Spielsteinen an sich dann gewinnen. Aber da sage ich euch gleich noch was zu. Titolus Galla für 2 Mana 2-2, wenn er ins Spiel kommt, können wir uns die Hand des Gegners angucken und dann eine Karte davon, die kein Land ist, ins Exil schicken. Und die Karte bleibt auch so lange im Exil, wie er noch auf dem Feld ist. Und ihr seht, das sind jetzt nur tatsächlich 5 Kreaturen. Der Rest wird über Spielstein generierende Karten halt gemacht. Pass to Exile, so das eigentlich meiner Meinung nach beste Removal im Format. Natürlich haben wir auch den Bolt, aber wir spielen ja hier weiß und schwarz. Der Pass ist halt super gut und ja, das macht auch ein bisschen den Wert des Decks aus. Der Pass ist halt ein paar Euro auf jeden Fall wert. Wir haben ihn 3-mal im Deck. Für ein weißes Mana, ein Instant, schickt er eine Kreatur ins Exil und der Besitzer der Kreatur darf sich dann Standardhand raussuchen, ist getappt ins Spiel bringen. Super Removal im Format. Und dann trägt super Discard, wo ich drüber geredet habe, Inquisition of Kozilek für 1 Mana eine Hexerei. Gegner zeigt uns wieder seine Hand. Wir dürfen dann ihn eine Karte abwerfen lassen, die kein Land ist, mit Converted Mana Cost 3 oder weniger. Sind 2 Stück im Deck. Also habe ich gerade 3 gesagt, sind 2 Stück drin. Dann Shrine of Loyal Allegiance ist so der erste Tokenproduzent für 2 Mana Artefakt im Upkeep. Oder immer wenn wir einen weißen Zauberspruch casten, kriegt das eine Ladungsmarke. Für 3 Mana opfern wir den Schrein und kriegen dann so viele 1-1er farblose Mew-Tokens, wie halt Ladungsmarken drauf haben. Ist ganz nett. Honor of the Pure für 2 Mana, alle weißen Kreaturen kriegen +1/+1, eine Verzauberung ist 3-mal drin. Intangible Virtue für 2 Mana, Kreaturen, die wir kontrollieren, kriegen +1/+1 und Vigilance, also nur Token, ist 4-mal drin. Also ihr seht, Playsets, viele hohe, also direkt halt im Playset, weil wir wollen ja direkt damit spielen. Raise the Alarm, für 2 Mana gibt es 2 1-1er Soldatenspielsteine, 4-mal drin. Dann auch eine Karte, die man im BW Tokens Deck immer spielt, Zealous Persecution, kennen viele vielleicht eher aus dem Legacy, aber ja, das BW Tokens Deck ist so das einzige Deck im Modern, was die Karte spielt. Für 2 Mana, ein Instant, bis zum Ende des Zuges kriegen alle unsere Kreaturen +1/+1 und die des Gegners -1/-1. Ist eine sehr gute Karte, erstmal weil wir halt viele Tokens aufs Feld bringen, viel Masse machen, alle pumpen, ist immer super. Und gegen gewisse Matchups, wie zum Beispiel Pod-Decks, die halt Birds of Paradise legen, Noble Hierarch, kann man damit halt auch das ganz einfach als Removal benutzen.
Dann noch eine richtige Mani-Karte, Sword of Feast and Famine für 3 Mana. Die Schwerter sind ja generell immer sehr, sehr gut. Für 3 Mana spielen, für 2 Mana ausrüsten. Die ausgerüstete Kreatur, okay, +2/+2. Schutz vor Schwarz und Grün. Ist auf jeden Fall schon mal super gut. Auch zum Beispiel gegen Melira-Pot oder halt sehr grünlastige Decks. Und immer wenn die ausgerüstete Kreatur dem Spieler Kampfschaden zufügt, muss dieser Spieler eine Handkarte abwerfen und wir dürfen alle unsere Länder enttappen. Dann haben wir ein Playset Lingering Souls. Für 3 Mana Nexerei, wir kriegen 2 1-1er weiße Spirit Tokens mit Flugfähigkeit. Das ist eine super Token-Karte. Wird immer im BW-Tokens-Deck gespielt. Können wir noch aus dem Friedhof einmal Flashbacken für nur 2 Mana. Richtig gut. Spectre Possession, auch so eine Staple, die man immer im BW-Tokens spielt. Für 3 Mana gibt es 3 weiße fliegende Tokens. Auch 4-mal drinne. Und dann so die Anführerin, wie die Deckbox es sagt, ist Else. Der Planeswalker für 4 Mana mit 4 Loyalität betritt sie das Spielfeld. Dann hat sie 2 Plus-Effekte und 1 Minus-Effekt. Plus 1 gibt einen 1-1er-Token oder für eine Kreatur +3/+3 und Flugfähigkeit bis zum Ende des Zuges. Und für minus 8 gibt es ein Emblem mit Artefakte, Kreaturen, Enchantments und Länder, die wir kontrollieren, sind unzerstörbar. Auf jeden Fall sehr nett. Dann die Mana-Base, finde ich, ist auch ganz gut gelungen. Natürlich kann man das Produkt hier nicht unendlich teuer machen. Also wir haben hier keine Shock-Duels oder Fetch-Länder. Dafür haben sie es aber so ganz schön gelöst. 4 Caves of Koilos ist halt das Painland. Wenn man es für farbiges Mana tappt, kriegen wir einen Schaden. Dann eine Karte, die ich sehr gerne mag, aber in diesem Deck eigentlich nicht nötig ist, ist City of Brass 2-mal. Macht halt Mana in jeder Farbe und uns immer einen Schaden. Es ist halt ein bisschen too much, meiner Meinung nach. Isolated Chapel, das Checkland, kommt getappt ins Spiel, solange wir nicht eine Ebene oder einen Sumpf kontrollieren. Tappt dann halt für Weiß oder Schwarz 4-mal. Super. Ein kleines Utility-Land fürs Late Game, Vault of the Archangel. Für 4 Mana können wir es tappen. Unsere Kreaturen kriegen Todesberührung und Lifelink. Ganz nett. Dann eine super Token-Karte. Finde ich sogar 4-mal gar nicht nötig, aber so ein nice to have. Windbrisk Heats mit Hideaway. Wenn es ins Spiel kommt, erstmal kommt es getappt ins Spiel. Dann können wir uns die obersten 4 Karten unserer Bibliothek angucken. Eine verdeckt ins Exil schicken. Und den Rest der Karten unter die Bibliothek. Es tappt normal für weißes Mana. Also so ein schönes Land, was man Turn 1 halt legen kann, wenn wir keinen Discard haben. Und ja, für ein Mana können wir es tappen und die exilte Karte, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen, einfach casten, wenn wir in diesem Zug mit 3 oder mehr Kreaturen angegriffen haben, was halt super einfach ist mit Spectral Possession, Lingering Souls etc. Ist halt super gut. Und ja, dann noch 8 Standardländer. So, das ist das Hauptdeck. Was kann man da noch zu sagen? Wir haben die klassischen Staples für das Deck. Wie gesagt, die Mana-Base, da habe ich ja schon was zu gesagt. Also eigentlich spielt man Fetch-Länder und Shock-Duels, aber so ist es auf jeden Fall schön gelöst. Elspeth ist eine ganz nette Karte, aber tendenziell würde ich sie später gegen den Hero of Bladehold austauschen. Könnt ihr ja mal nachgucken, ist eine super coole Karte. Für 4 Mana 3-4 mit Battlecry und bringt zusätzlich Token ins Spiel, wenn sie angreift. Das ist so ein kleines Ausweichmöglichkeit, genau wie die Soul Warden. Eigentlich spielen wir keine Lifegain-Karten in diesem Deck, weil wir wollen entweder Discard spielen oder Pump für unsere Tokens oder halt selber Tokens produzieren. Aber wir haben schon die sehr guten Token-Produzenten. Wir haben die Spectral Possessions, super playable. Lingering Souls, das Schwert ist so ein nettes One-Off, aber eigentlich auch nicht so nötig. Ein 4. Zealous Persecution würde ich empfehlen. Race Alarm ist nett. Die ganzen Hymnen sind auch super. Und ich würde auf jeden Fall am Discard arbeiten. Discard ist sehr, sehr, sehr wichtig für das Deck, weil wir haben halt manche Matchups, die halt sehr schwer für uns sind. Das eine ist Combo. Wir sind nicht schneller als Combo. Und wir können so eigentlich gar nicht mit der Combo interagieren mit dieser Farbkombination, außer halt mit Hand Disruption. Das andere ist, gegen Mass Removal verlieren wir. Also Anger of the Gods, ein Electrolyzer ist manchmal sehr nervig. Das sind also Karten, die wir mit Discard dem Gegner einfach aus der Hand nehmen können. Ja, die Budget-Version ist halt der Tidehollow Sculler, ist auf jeden Fall in Ordnung. Die Inquisition ist auch ein bisschen teurer, so 6-7 Euro zum aktuellen Stand, wo ich das Video hochlade. Ist schon gut, die auf jeden Fall 4-mal zu spielen. Und Swordseize, die Gedankenergreifung, kennt ihr ja bestimmt auch alle, ist ja sehr oft gespielt im Standard im Moment, ist halt auch eine super Karte. Und in der Regel spielt man 7 oder 8 Discard-Spells tatsächlich im Main-Deck. Ja, das war's dann an der Stelle auch zum Main Deck. Und wir schauen uns mal zusammen das Sideboard an. Auf jeden Fall, so der grobe Umriss ist auf jeden Fall super gelungen bei diesem Deck. Wie gesagt, es ist nicht der häufigste Archetype, aber er ist definitiv super spielbar im Modern. Hier sind noch die Tokens hinten dran. Wir haben das Elsen-Emblem mit hinten mit einem Soldatenspielstein drauf. Wir haben 4 Spirits und hinten drauf haben wir Myrrhs und nochmal Soldaten. Also das ist schon mal sehr nett, die Tokens direkt dabei zu haben. Wenn wir dann zocken, können wir die halt... Ja, haben wir sie direkt dabei. Ist schon mal super gut. Wir haben 2-mal das Relikt von Progenitus. Für 1 Mana können wir es tappen. Und ein Spieler exilt eine Karte seiner Wahl aus seinem Friedhof. Und für 1 Mana können wir das Relikt opfern. Und dadurch alle Karten aus allen Friedhöfen ins Exil schicken. Und dann noch eine Karte nachziehen. Das Relikt
ist sogar dreimal drin, ich glaube, ich habe gerade zweimal gesagt, ist dreimal drin, ist halt der Graveyard Hate. Sowas boardet man zum Beispiel gegen Past and Flame Decks, also gegen Storm Combo, Living End und halt alle Decks, die irgendwie mit ihrem Friedhof interagieren und da irgendwelche Tricks halt machen. Dann haben wir den Boreton Forge Tender, von mir eben angesprochenes rotes Mass Removal, wie zum Beispiel Anger of the God, Pyroclasm sieht man auch sehr oft im Tron-Deck und er ist halt super stark, weil wir können sie opfern für einen Mana 1-1 Schutz vor Rot und wenn wir sie opfern, können wir den Schaden aus einer roten Quelle verhindern. Das ist halt super gut gegen das rote Mass Removal, damit tauschen wir halt 1-1 ab gegen rotes Removal und verlieren nicht unser ganzes Board. Dann Duress, sehr schöner Discard, ist halt nur Budget, aber können wir gegen Control oder gegen Combo halt einfach boarden, ist halt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Dann Kataki Warwage, für 2 Mana ist er 2-1 ein legendärer Spirit, eine legendäre Geisterkreatur. Alle Artefakte kriegen die Fähigkeit, zu Beginn des Upkeeps müssen wir dieses Artefakt opfern, es sei denn, man bezahlt ein farbloses Mana, wie gesagt 3 Stück. Und das ist unser Sideboard-Plan gegen Affinity auf jeden Fall. Ist halt super stark, der Affinity-Mann hat halt unglaublich viele Artefakte auf dem Feld und er muss entweder seinen Mana investieren, um sein Board zu behalten oder und kann dadurch halt sein Board nicht weiter ausbauen oder er verliert einfach einen Teil seines Boards, sehr stark. Dann Dismember, halt zusätzlich Kreaturen-Removal, casten wir meistens für ein farbloses Mana, bezahlen dann 4 Leben beim phyrexianischen Mana, gibt eine Kreatur -5/-5. Und abschließend auch noch sehr schönes Ghost Quarter, 2 Stück. Das ist ein Land, welches wir opfern können und dadurch dann ein anderes Land zerstören können. Der Besitzer kriegt dann ein Standardland, welches er ungetappt ins Spiel bringen kann. Sowas spielt man halt sehr gerne gegen Tron, zum Beispiel um einzelne Tron-Länder abzuschießen, damit halt der Tron-Spieler nicht super viel Mana macht und uns damit dann einfach überwältigt. Alternativ gegen zum Beispiel gegen Jund, man kann damit Manlands abschießen, also alles, womit wir halt einfach Probleme haben, was irgendwie auf Landbasis basiert. Ja, das war das Sideboard, finde ich, ist auch eigentlich recht gut gewählt. Wir haben Graveyard Hate, wir haben was gegen Länder, gegen Kreaturen, gegen Affinity, was sehr stark ist und gegen Control und Combo haben wir nochmal Duress. Gegen das rote Mass Removal, was ich eben im Hauptdeck angesprochen habe, Bullshit Forge Tender. Also schon sehr ausgewogen und ich finde, es ist eine super Grundlage, dieses Deck. Man kann da definitiv was mitmachen. Und ja, ich versuche möglichst viel rauszuholen im Gameplay gegen Kai. Und ja, dann gucken wir nochmal, wie gesagt, den Strategy Guide. Gucke ich mir vorher nochmal an, aber ich glaube, ich habe jetzt alles ungefähr gesagt, was man dazu sagen kann. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne Kommentare da und dann sehen wir uns beim Real-Life Gameplay. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Ciao.